Weiter geht's bei Terra Invicta und hoffentlich ist diese Folge die Folge der Folgen, in dem das Alien-Raumschiff abstürzt. Es ist noch genau ein Monat, dann tritt es in die Erdumlaufbahn ein und ich bin mal gespannt, was passiert. Also wenn es denn abstürzt, es kann ja einfach sein, dass es Atombomben auf uns schmeißt. Das werden wir sehen. Wir sind vorbereitet, wir haben drei voll ausgestattete Armeen. Wir sind in Russland stationiert und wir wollen eigentlich auch in dieser Folge, sobald wir 3,6 Boosts haben, wollen wir auch in dieser Folge unsere Raumstation gründen. Ich bin gespannt. Weiter geht's. Nein, wir wollen natürlich erstmal hier unsere Leute... Nee, wir können sie noch nicht platzieren. Ihre Aufträge sind alle abgelaufen. Wir werden sie gleich platzieren, insofern möglich. So. Myanmar sieht gut aus. Wir werden uns als nächstes hier Ägypten holen. Das hatten wir schon mal, haben wir schon mal gesagt. Da gibt es nämlich noch eine Armee. Die ist im Atomzeitalter, das bin ich mir nicht ganz sicher. Die russischen Armeen sind ein bisschen schlechter. Die israelische Armee... Hallo? Ist ein bisschen, ja. Ich würde gerne eigentlich die Übersicht sehen. Egal. Die sollte eigentlich sogar ein bisschen besser sein. Jetzt machen wir mal weiter und gucken mal, dass wir uns die Punkte sichern. Die wird noch ein bisschen weiter aufgebaut. Und an sich haben wir übrigens hier jetzt unsere Sachen gesichert. Das ist wichtig. Der Crackdown ist hier durch alle Bereiche gegangen. Das ist echt spannend. Also ich mich wirklich mal interessieren, warum die hier in diesen Ländern wirklich alles mit einem Crackdown belegen und vor allen Dingen ja auch hier so viel investieren, um den Crackdown zu machen. Das kostet ja auch unheimlich viele Ressourcen, aber dann hier gefühlt irgendwie nichts passiert. Spannend, spannend. Nun gut, wir werden sehen. Okay, hier hinten. Was ist eigentlich hier in Spanien? Eine wirtschaftliche Kernregion. Da könnten wir uns den Capital-Punkt holen, aber brauchen wir nicht. Oh! I'm surprised it took this long. Just get the recovery crew in there to salvage the gear ASAP. Worry about the bodies later. The delays are costing us. Chairman Soren van Beek, internal MIMO. Sehr schön. Wissenschaftler aus vielen Teilen der Welt verstehen Antriebskonzepte für den tiefen Raum nun voll inhaltlich. Das ist schön. Die Erde zu verlassen ist eine Sache. Nahegelegene Welten zu kolonisieren, eine andere. Ja, wir gucken uns mal fortschrittliche Konzepte fürs Wärmemanagement, elektromagnetischer Antrieb und Kernspaltung im Weltraum. Wichtige Sachen. Alles wichtige Sachen. Ihr seht, was wir jetzt möglich haben. Und wir müssen mal gucken, was wir als nächstes erforschen. Das ist wichtig, natürlich. Und wir haben den Antrieb jetzt. Das heißt, als nächstes würde ich gerne den orbitalen Schiffbau erforschen, damit wir das natürlich auch mal machen können. Kernspaltung im Weltraum ermöglicht es uns auch. Wir werden Orbitalschiffbau erforschen. Dort. Photonencomputer. Ah, ich glaube, das brauchen wir nicht. Und hiermit haben wir jetzt wirklich eine ganze Menge. Ihr seht es hier. Damit können wir im Prinzip wirklich anfangen, Raumstationen zu bauen. Und diese ganzen Sachen hier benutzen. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Jetzt werden wir da ein paar Punkte investieren. Hier würde ich nach wie vor... Ah, ist halt die Frage, ob wir wirklich in Richtung der Außenposthabitate gehen sollten. Was bringt uns das denn? Wir können halt einen Außenpostenkern bauen, aber das ist halt... Ich weiß halt nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, da was zu machen. Weltraumbergbau und Veredelung. Wir könnten halt auswählen, in welche Richtung es geht. Mission to Mars, Mission to Mond. Oder Weltraumbergbau und Veredelung. Das wäre halt schon spannend. Auf der anderen Seite sollten wir jetzt auch zusehen, dass wir die den orbitalen Schiffbau fertig kriegen. Haben wir denn noch ein Projekt? Ah, das Labor müssten wir auch machen. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Was bringt uns das Thema, wenn wir das nicht zuerst haben? Auf der anderen Seite, wenn wir das haben und hier nicht das passende Nachfolgeprojekt haben, bringt uns das auch nichts. Ah, das ist jetzt eine schwierige Situation, in welche Richtung wir jetzt gehen werden. Ich würde sagen,
Wir bleiben erst noch mal für ein paar Wochen so und gucken mal, dass wir hier den richtigen Absprung schaffen. Genau. Okay, gut. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon Raumschiffe designen können. Habitate haben wir keine neue Schiffsklasse bauen. Können wir nicht. Wir können auch nichts designen. Genau, das kommt erst mit dem orbitalen Schiffbau. Alles klar. Gut, dann machen wir weiter. Und gucken mal, dass wir hoffentlich mit unseren Leuten bald in der Lage sind, neue Aufgaben zu machen. Wann kommt das Alienschiff? Ui, guckt euch das mal an. Die sind schon hinter der Mars-Umlaufbahn. Die kommen am 2. Februar an. Na, ist nicht mehr allzu weit. 31 Kampfstärke. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Haben wir eine Kampfstärke auch bei den Armeen hier stehen? Die Vereinigten Staaten verfügen einen offenen Kontrollpunkt mit gutem Boost-Einkommen. Ja, das ist mir bekannt. Aber da müssen wir auch erstmal reinkommen in das Land. Das ist nicht allzu einfach. Gut. Jetzt machen wir hier weiter. Wir haben 30 Punkte. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier jemanden Neues bekommen haben. Na? Da. Immer noch Zacharias. Der interessiert mich nicht so sehr. Nicht wirklich, ne? Ja. Vielleicht ändern die sich mit der Zeit nochmal. Aber im Moment, glaube ich, brauchen wir das so in dem Fall nicht. Wir werden weitermachen. Du machst bitte weiter öffentlichen Kampagnen. Da können wir ein bisschen mehr Geld mal ausgeben. In Russland. Matthew, du machst bitte Nationskontrolle in Ägypten. Ich denke, wir werden mal 2 Punkte investieren. 71%. Ah, vielleicht sogar 4. Nee. 2. Genau. Und Friedhelm, dich brauchen wir, tja, eigentlich immer noch nicht, aber, nee, also wir brauchen dich tatsächlich nicht. Wir könnten versuchen, hier mal in Amerika Fuß zu fassen, aber das ist bei ihm auch völlig sinnlos. Haben wir hier hinten irgendein Land, was wir kontrollieren könnten? 38% in Venezuela. Wir geben mal einen Punkt. 50%. Okay. Das Land ist gar nicht so schlecht. Wir haben da eine relativ gute Meinung. 26%. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. In allen anderen Ländern ist das natürlich nicht so effektiv. Aber das ist schon nicht schlecht. Das wäre wichtig, dass wir hier wirklich diesen Schulterschluss bekommen. Und jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf die Länder. Guerillakrieg geht runter. Ja, steigt immer noch. Ist auch nicht wirklich viel besser geworden. Die Ungleichheit sinkt. Allerdings sinkt das auch. Das gefällt mir nicht. Hier steigt die Ungleichheit. Das sieht gut aus. Das sinkt, das steigt. Das allerdings auch, aber das wird sich hoffentlich auch mit der Zeit verringern. Da sind wir auf Wohlfahrt, das passt. Da sind wir auf Wissen, das ist nur ein Punkt, aber vielleicht sollten wir wirklich bei Afrika stabil nochmal einen Punkt mehr in die Wissenspriorität bringen. Wir werden das nochmal ändern. Dass wir einen Punkt mehr bei Afrika stabil. Können wir das Ding überhaupt ändern? Ich weiß es gar nicht. Afrika stabil, genau. Können wir, ich weiß gar nicht, ob wir das Ding ändern können. Afrika stabil. Können wir natürlich nicht speichern. Können wir hier keine laden? Das ist ja doof. Okay, dann lassen wir das nochmal. Dann lassen wir das nochmal so. Das finde ich jetzt in der Tat ein bisschen schade, dass das dort nicht zu ändern geht. Na gut, okay. Dann machen wir erstmal weiter. Und gucken mal, dass wir hier erfolgreich sind. Es hat übrigens schon ein bisschen was gebracht. Wir steigen minimal an bei unserem Einfluss, dadurch, dass wir in Russland die Maßnahmen machen. Das werden wir auch weitermachen. Wir werden weiterhin die Sachen dort machen. Was ist das hier?
Die Türkei und Kanada haben ihre Allianz aufgelöst. Die Türkei und Kanada hatten eine Allianz, was? Ich meine, die First-Agenten haben ein Mitglied in Teheran entdeckt. Nein! Oh, das wird jetzt natürlich gefährlich. Die Untertanen. Uiuiuiui. Ja, da bin ich mal gespannt. Ihr hattet übrigens auch gefragt, ob diese Werte hier zufällig angeordnet werden. Zum Teil ja, zum Teil nein. Also ich glaube, sie werden abhängig von der Art, was die Fraktion beinhaltet, in verschiedenen Ländern angeordnet und da zufällig. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, also Beispiel, in einer Demokratie wird Humanity First in dem Fall nicht die meisten Werte bekommen, da sind es eher die anderen, aber das, was dann dort kommt, das ist zufällig. Aber ich habe es schon mehrfach gesehen, dass in diesen Regionen hier niemals irgendwo Humanity First großartig viele Punkte hatte, wie zum Beispiel Exodus-Projekt, Initiative oder andere Dinge. Das finde ich sehr interessant. Das ist zumindest meine Beobachtung. Okay, gut. Machen wir mal weiter. Können durchaus auch ein bisschen schneller machen. Und wir wollen ja auch sehen, was passiert, wenn die Aliens hier ankommen. Wir sind übrigens auch bei 5%. Waren wir... Moment, was? Waren wir da nicht schon bei 7? Wir sind bei 19%. Uiuiuiui, das ist sehr gut. Wir sehen übrigens hier, dass wir jetzt damit auf 30,2 sind. Das ist richtig gut. Da müssen wir jetzt immer und immer und immer weitermachen, dass natürlich auch gegnerische Crackdowns oder sowas natürlich nicht so erfolgreich sind, weil die uns natürlich auch mögen werden dort. Wie sieht es denn in Israel überhaupt aus? Ja, da müssten wir auch ein bisschen unsere Meinung verbessern. Ja, das müssen wir schon machen. Aber erstmal bleiben wir in Russland. Das ist, denke ich mal, noch wichtiger. So. Unable to establish control. Ernsthaft? Das ist ärgerlich. 71% Chance. We failed to take control. Okay, das war 50-50. Das ist jetzt ärgerlich. Aber es ist dann so. Ja, das ist jetzt... Also das ärgert mich jetzt wirklich. Öffentliche Kampagne. Ja, das... Ah, das ist jetzt echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Wir können tatsächlich mal gucken, ob wir für unsere Leute auf dem Marktplatz was bekommen. Wir hätten immer noch Crossing River für Humanity oder dieses Sternflottensymbol Heavy Industries. Ah, ich weiß nicht. Ich finde einfach, Crossing River für Humanity ist für Humanity First schon irgendwie gut, aber auch irgendwie wieder nicht so richtig passend. Klar wäre das cool, weil uns das einfach mehr Einkommen bringt, ein bisschen mehr Einfluss, Forschung und so, ne? Aber am meisten passend würde eher sowas wie Costa Nostra oder Al-Qaida. Auch wenn es hart ist, aber das würde tatsächlich zu unserer Gruppierung, glaube ich, am besten passen. Föderaler Sicherheitsdienst oder... Oh, das ist, glaube ich, auch... Was kostet das denn? 200 bitte, was? Also, man kann sich das ja rollenspielerisch durchaus so erklären, Crossing River für Humanity, dass wir natürlich für alle, die für die Menschheit sind und gegen die Aliens, ein offenes Ohr haben. Und ich denke, wir sollten das Geld wirklich mal ausgeben, die 421. Denn die Boosts hier sind, glaube ich, einfach... Ja, ich denke, die sind einfach zu gut, anstatt dass wir das immer wieder ignorieren. Crossing River for Humanity. Möchtest du diese Organisation für 400 erwerben und sie Matthew Zabrowski zuweisen? Ich denke ja. Wichtig ist, dass er dadurch einen Überzeugungspunkt mehr bekommt. Dann haben wir zwei Leute, die Überzeugung von 8 haben. Das ist mir in dem Fall wichtig. Und dann sparen wir uns dadurch wieder Einfluss, weil er ja mehr Überzeugung hat. Ja, wir machen das.
Einmal für Matthew, bitte. Er kann natürlich auch mehr haben. Wir machen das. So, dann sind wir bei 34 Leute. Jetzt ist die Frage, ob wir das für Friedhelm... Ah, der kann das nicht. Aber der könnte Heavy Industries nehmen. Nee. Nee, wir lassen das nochmal. Wir lassen das nochmal. Wir könnten natürlich auch mit seinem Erfahrung... Könnten wir natürlich seinen Überzeugungswert auch erhöhen. Das wäre natürlich bei ihm auch nicht schlecht, ne? Wissenschaft hat er schon genug. Verwaltung... Ich denke, wir machen das. Wir werden seine Überzeugung erhöhen. Möchtest du das Ratsmitglied wirklich argumentieren? Ja, wir werden das machen. Ich denke, das ist wichtig. Wir können das nochmal bei den anderen beiden durchgehen. Sie hat 25. Wir haben ja jemanden, der gut ist in Ermittlungen. Nee, bei den beiden heben wir uns das nochmal auf. Nee, bei den beiden heben wir uns das auf. Ja. Bei denen heben wir uns das nochmal auf. Genau. So machen wir das. Okay, gut. Dann können wir Matthew... da ist jemand. Da müssen wir jetzt einen Fokus drauf legen. Jetzt müssen wir sogar 4 Punkte ausgeben. Dann sind wir bei 82%. Wir sind ja jetzt bei 34 Einflusspunkten. Du hast jetzt auch 2 Punkte, das ist gut. Und könntest jetzt... Ich weiß nicht, ob das Sinn macht hier unten. Wir gucken erstmal die gute Mieter. Du machst bitte weiter mit der Öffentlichkeitsarbeit. Jetzt sollten wir durchaus auch mal dort ein bisschen investieren in Israel. Da geben wir auch noch ein bisschen Geld für aus. Genau. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich ehrlich bin, würde ich ja gerne über ihn hier mehr erfahren. Das macht, also irgendwas mit ihm zu machen, macht momentan keinen Sinn. Wir gehen in Tel Aviv in Deckung. Dann sind wir tatsächlich mal alle hier in unserer Ecke. Zuweisung bestätigen. Weiter geht's. So, 35. Ja, danke. Das ist gut. 35 ist schon mal ganz okay. Wobei ganz okay halt immer relativ ist. Die Frage ist, wie sieht's bei unseren... Ja, hat sich um 3% verändert. Ja, das ist nicht viel. Aber zumindest ein bisschen. Jetzt gucken wir erstmal, wie das hier überhaupt aussieht. 38, 46, 68, 32, 54, 45. Okay, die sind natürlich noch besser, aber wir arbeiten dran. Wie sieht es denn jetzt in der Forschung aus? Da sind wir bei 265. Da sind wir immer noch so halbwegs gut mit dabei. Wir sind immer noch die meisten, wir haben immer noch die meisten Boosts. Da werden wir übrigens auch gleich was machen. Ja, passt. Die haben schon 2 Projekte fertig, die jeweils 1. Ich vermute, das ist das Alien-Projekt. Wenn die das überhaupt haben sollten, was auch immer die da gemacht haben. Die haben alle relativ, wie sieht es mit dem Geld aus? 60, 34, 20, 28, 50. Da sind wir relativ gut mit dabei. Das ist gut. Dann sollten wir dieses Geld jetzt auch nutzen, um wirklich den Einfluss konsequent mit der guten Mieter auszubauen. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg hier. Jetzt gucken wir uns aber nochmal die Leute an. Da steht einer. Okay, ist offensichtlich, was er macht, ne? Das wird einer vom Exodus-Projekt sein. Er hat gerade einen Crackdown gemacht, um sich hier die Punkte zu holen. Wie sieht's hier aus? Da gibt es noch nicht mal gesicherte Punkte. Das ist natürlich doof. Das haben wir gesehen. Da unten ist auch jemand. Gibt es hier auch einen Crackdown? Von den Evangelisten. Okay, dann sichert der einfach gerade hier die Sachen. Das ist in... Ah, okay. Dann versucht hier gerade einer, jetzt bin ich mal gespannt, wer das von beiden ist, sich hier den letzten Kontrollpunkt in Japan zu sichern. Ist natürlich auch gut, ne? Japan ist auch eine gute Nation. Muss man auch sagen. Wie sieht es in China aus? Da hat es noch keiner geschafft.
Okay. Gut, wir sollten übrigens auch in China gucken, dass wir unsere öffentliche Meinung verbessern. Das wäre auch nochmal wichtig. Wie sieht es denn hier mit den Crackdowns aus? Ja, klasse, jetzt haben sie hier durch die Bank weg überall die Crackdowns gemacht. Aber irgendwie so richtig passiert nichts. In Island sind sie aktiv. Die Initiative. Ja, die Initiative ist groß. Hier unten übrigens gibt es kein Land. Also da gibt es nichts, was ihr machen könnt. Weiter geht's. Ich bin gespannt, ob das hier klappt. Nein! Ah, das ist ärgerlich. Die haben echt ihren ersten Punkt geholt. Nationskontrolle in Ägypten war ein entscheidender Erfolg. Das ist sehr gut. Wir müssen uns jetzt hier den letzten Punkt holen. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen was von unserem Einfluss investieren. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir mit Matthew... Wir haben Unterstützer in Laos. Ja, das ist mir doch bekannt. Da sind wir extrem stark. Und da... Wow! Heidewitzka, was ist denn da los? Das ist ja der Hammer. Okay. Wir sollten wirklich versuchen, in China uns da ein bisschen weiterzubringen. Oder vielleicht in Ägypten sogar. Quatsch. Indien. Ah, okay. Das müssen wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch mit in Angriff nehmen. So, jetzt aber Butter bei der Fische. Matthew, du bleibst bitte hier. Ganz wichtig. Wir müssen jetzt den letzten Punkt tun. Und dafür geben wir jetzt sogar 8 Einfluss aus. Habe ich 16 ausgegeben. Verdammt. Ist auch okay. Wir brauchen den letzten Punkt hier, damit wir das Land kontrollieren. Das darf jetzt kein anderer bekommen. Okay, du... Tja, kannst immer noch nichts machen. Wir warten gespannt auf die Aliens. Nee, Kontakt wollen wir nicht. Wir gehen wieder in Deckung. Und die gute Mieter... Jetzt gucken wir mal. Wir sind auf 3%. Es steigt, es steigt, es steigt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Sinn macht, hier in Tel Aviv weiter zu investieren. Ich denke, wir werden lieber Öffentlichkeitsarbeit in Russland weiter betreiben. Investieren wir auch nochmal 20. Das macht, glaube ich, mehr Sinn hier in Russland, dass wir die Öffentlichkeitsarbeit hier weiter vorantreiben und hier einfach Humanity First immer stärker und stärker und stärker machen. Und über Russland hoffe ich, dass wir dann in China reinkommen, zusammen mit Myanmar und natürlich auch Laos, wo wir extrem gut aufgestellt sind, was unsere öffentliche Meinung angeht. Das wäre mir dann doch relativ wichtig. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier in China und Indien Fuß fassen. In Amerika sieht es sehr düster aus für uns. Einmal bestätigen und dann gucken wir nochmal in den Weltraum. Die können eigentlich schon weitermachen. Going silent. Danke, da ist er, Viktor. Und wir kommen beide gleichzeitig hier an. Gott. Also ich will echt mal wissen, ich bin echt gespannt, was der macht, ne? Also ich hoffe, was hat er denn hier? Sind das Raketen oder was? Ich hoffe nicht, dass er wirklich hier ankommt, in die Erdumlaufbahn einschwenkt, den Planeten anguckt und einfach Atombomben startet oder sowas. Oder einfach irgendwelche riesigen Alien-Weltraummonster da hinschickt. Man weiß es nicht. Das wäre alles möglich. Bleiben wir mal gespannt, was passiert. So. Wir haben übrigens auch 4,8 Boosts. Damit sollten wir jetzt auch was machen. Wir gehen mal doch nochmal zurück auf den hier. Und bevor er hier ist, würde ich gerne einmal hier in die Plattform errichten mit euch gehen. Und wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Einmal eine mittlere Umlaufbahn. Aber ich würde tatsächlich gerne in den Synchronorbit gehen. Unter anderem, weil ich hoffe, dass da der Absprungpunkt einfacher ist. Und wir werden jetzt für 11 und 3,6 das Ganze errichten. Eine Plattform bitte im Synchronorbit. Und Humanity First hat am Standort synchrone Erdumlaufbahn mit dem Bau eines neuen Habitats begonnen. Und sobald unsere Forschung fertig ist, da müssen wir auch gleich nochmal reinschauen, werden wir dort eine orbitale Schiffswerft bauen und noch ein paar andere Sachen. Wir werden natürlich Energieversorgung noch errichten müssen und sowas. Und irgendwann sind wir dann darüber in der Lage, unsere ersten Raumschiffe zu erstellen. Die Rainer-Station. Nein.
das würde ich jetzt dann vielleicht doch lieber umbenennen. Das ist jetzt vielleicht nicht so der Name, den ich mir da wirklich für vorstelle. Die Rainer-Station, kann ich die hier umbenennen? Habitat abreißen? Nein. Drei Leute sind da drin. Der Fokus ist noch relativ wurscht. Das gucken wir uns gleich alles an. Aber ich habe die Befürchtung, dass ich die da oben, kann ich das so umbenennen? Gucke ich mir nochmal an, ob ich das irgendwie umbenennen kann. Weil das wäre ein bisschen, naja, okay. Also Rainer Station möchte ich das jetzt eigentlich nicht nennen. Okay, gut. Das wär der Punkt. Da sind wir auf jeden Fall schon mal gut mit dabei. Und wenn ihr dann jetzt übrigens in die Habitate geht, dann seht ihr das auch. Und jetzt können wir, das ist das, was sie sagte, hier rüber, zack, da draufklicken und unsere Sachen bauen. In dem Fall könnten wir Solarkollektoren bauen. Und das ist im Moment aber nicht möglich. Der Bau auf der Erde würde wieder 3,6 Boosts bedeuten. Und natürlich wieder 16 Geld. Das ist aber überhaupt kein Problem, denn wir bekommen ja mit der Zeit genügend. Ich würde deswegen gerne in Richtung der Solarkollektoren gehen, dass wir hier erstmal zwei Solarkollektoren hinsetzen. Also quasi ähnlich, wie wir das hier gemacht haben, dass wir hier Solarkollektoren hinsetzen. Vielleicht auch diese Verbindungsstücke, das wäre auch möglich. Die Tiangong-Station, da passiert ja tatsächlich gar nichts. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dass wir vielleicht hier ein paar Solarkollektoren hinsetzen, hier in diese Richtung. Und hier vorne dann gucken, dass wir vielleicht so ein Weltraumwissenschaftslabor errichten. Damit kriegen wir ein paar Forschungspunkte. Materiallabor wäre natürlich auch interessant. Aber ich denke, normales Wissenschaftslabor ist okay. Und dann gehen wir hier oben irgendwann. Und dazu gehen wir jetzt wieder in die Forschung. Sobald wir den Orbitalschiffbau haben, dann dort rein. Und ich sehe tatsächlich, dass wir uns jetzt wirklich fokussieren müssen. Ansonsten kriegen wir hier ein Problem. Ich glaube, die Habitate mit 175 Punkten kriegen wir nicht. Da sind wir schon. Ansonsten müssten wir hier wirklich jetzt 100% investieren. Auf der anderen Art und Weise hinken wir hier hinterher. Und den Orbitalschiffbau dürfen wir nicht verlieren. Also wir investieren 100% in den Orbitalschiffbau. Und hierüber können wir übrigens auch einige Dinge machen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist einmal Prinzipien der Weltraumkriegsführung, Ad Astra. Und dann haben wir zum Beispiel einige Doktrine, die wir erforschen können. Das sind Projekte, Siedlungshabitate und so weiter und so fort. Wir wollen natürlich auch einige Waffen irgendwann mal haben. Aber ich denke, wir müssen uns jetzt wirklich fokussieren auf den Orbitalschiffbau und müssen dann einfach mal hoffen, dass bei den Außenposten-Habitaten unsere Gegner hier vielleicht auf die richtigen Sachen gehen. Zum Beispiel Mission to Mars oder Mission zum Mond. Das wären so die beiden Sachen, die würde ich gerne machen. Hoffen wir einfach mal, dass hier gerade der Mond vielleicht im Bereich liegt, den sich die Kollegen hier holen wollen. Das ist übrigens jetzt der interessante Punkt, wo man jetzt wirklich überlegen muss, in welche Richtung es geht, weil ihr ansonsten keinen Einfluss mehr darauf habt. Ja, wir haben jetzt Orbitalschiffbau, gehen danach, aber wir müssen mal gucken, in welche Richtung. Aber auf jeden Fall würde ich gerne in Richtung des Mondes gehen, dass wir eine Mission zum Mond machen. Ermöglicht es das Senden von Sonden zum Erdmond, Konstruktion von Habitaten auf der Mondoberfläche. Wenn wir das nicht erforscht bekommen, dann können wir das nicht machen und dann sind wir auf Maledain verderbt darauf ausgelegt, dass es irgendwann einer macht. Tja, hoffen wir mal, dass es kommt. Wir verdienen auf jeden Fall genügend Boosts im Monat mit aktuell 2,1. Das werden wir weiter vorantreiben und dann jeden Monat im Synchronorbit unsere Station weiter aufbauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Strategien. Ciao, ciao.